glaube, Bosnien wird die Fistfight-Lane werden. Wir werden runterparfen und versuchen, da teilzunehmen am Fistfight. Top-Lane ist aber auch ziemlich leicht gankable Early Game. Vielleicht sogar leichter. Vielleicht Level 3 Top-Lane? Mal gucken. Ey, danke dir, Lykos, für den Affen, jetzt aber willkommen. Danke dir. Hast du die Bria-Mechanik schon mal erklärt? Ich weiß nur, dass sie mich runterrennt. Aber wir können dieses Game ein bisschen erklären, klar. Können wir machen. Welcher Champ war bisher am schwersten für dich? Bisher waren eigentlich alle Champions machbar. Ich glaube, so rein mechanisch habe ich mich am unwohlsten gefühlt auf... Bisher auf wem eigentlich? Ich glaube, Azir. Mein Azir war ziemlich cringe. Ich habe Grasp gespielt, konnte mein Damage nicht einschätzen. Mechanisch habe ich auch ein paar Sachen gefailt und dann. Ich glaube, Azir war bisher am schlechtesten von mir. Das Ashe-Game mit nur einer Hand. Ja, gut, ich habe Ashe mit nur einer Hand gespielt und das Tastatur. Da war ich natürlich auch jetzt nicht gut drauf, aber dann hatte ich halt nur eine Hand. Meine Ashe im nächsten Game habe ich dann gewonnen und war auch easy. Ashe ist jetzt echt nicht so hart. Mit einer Hand zu spielen ist hart, wenn man zwei Hände gewöhnt ist. Aber nee. Ich glaube, Azir war ich am schlechtesten drauf bisher. Was war, glaube ich, trotzdem First Try, oder wurde ich ein bisschen gecarried? If I remember correctly. Jetzt muss ich halt wissen, wann genau ich aus, wann ich einfach weggehen kann. Und meine Passive den finalen Damage machen kann. Ich glaube, noch reicht es nicht ganz. Oh mein Gott. Oh mein. Ja, das ist halt so, da bräuchte ich einfach ein paar Bria-Games drauf, ne? Um das einschätzen zu können, wie viel Damage dann der Passive macht und das Pokémon dann tickt. Keine Ahnung. War close. War so ein Tick halt. 0,5 Sekunden wahrscheinlich oder sowas verkackt. Happens, I guess. Happens, I guess. Bam, bam. Oh, shit. Da hat gerade jemand gewardet. Nice, so okay, aber leider in beide Richtungen. Die ist wichtig zum Clearen early. Ja, mal sehen, ne? Das ist einfach, da waren ein paar Games drauf. Das ist eine simple Mechanik, simples Timing-Ding. Das ist mein zweites Bria-Game, von daher. No fucking idea. Das Rap-Buff-Pokémon plus Passive, das reicht, right? It should. Ein bisschen zu langsam jetzt, weil ich halt Smite gewastet habe. Aber it is fine. Ich habe gerade Camps geskippt auf die Übermitte rüber. Ich kann also einfach smiten, weil er den Blue-Buff nicht contesten, die Krabbe nicht contesten kann. War denn auch 2 gegen 2 gewonnen, über Plate da unten. Good job. Das Pad buggt auch oft und hört auf zu hitten. Ist das so? Ist es nicht nur ein Animationsfehler? Das sollte doch wieder reichen hier, naja. Guck mal, wie mich gerade noch bodyblockt. Das war, bis die Wave vorbeigelaufen ist und dann rein da. Aber Diego ist Top-Lane durchgelaufen. Die Stunde Passive, oder? Das Nord hätte flashen sollen. Schade. Hat er Crux geskippt? Boah, ich hab keine Ahnung, wie viel Damage meine Passive macht. Er hat Crux geskippt, okay. Don't die, don't die, don't die. Du hast noch Flash, don't die. Wir haben jetzt Raptoren mit der Vigo, wir gehen aber Base. Ja, Spotlane. Botlane. Dann wir machen die Crux, Raptoren, Level 5 und dann machen wir Dingens, Voidcrafts.
Immer noch nicht mein Staubsaugerroboter, aber jetzt fein. Jetzt fein, jetzt fein. Ich weiß kaum, was es ist, aber immerhin was diesmal für mich, nicht für meinen Nachbarn. Das ist schon mal viel wert. Nee, es gibt nicht. So. Nicht mein Toplaner. Mego move noch nicht. Vielleicht schaffe ich Cyber vor das. Jetzt wird er moven, also nehmen wir noch einer. Zweiter, dann gehen wir raus, oder? Flash und Wunder kommt aus Base, wir haben wenig Zeit, wir müssen raus hier. Ärgerlich für Vexi, aber wir kriegen immer einen Voidies. Ist schon nicht so terrible insgesamt. Happy für 10 Punkte uns. Tolkien Love. Hey, happy 14 dir, Mrs. Raksha. Vielen Dank für den Resub. Danke dir. Wir haben insgesamt ziemlich nicer Player, wenn wir leider nicht ganz Vigo gekillt haben, aber wir kriegen halt Void Grubbies, alle unsere Topside Camps, können jetzt basen und dann wieder Botside gehen. Vielleicht noch Drake contesten. Bot hat noch gerade 2 gegen 2 gewonnen. Und natürlich haben wir halt auch mehrere Leute auf der Karte quasi aufdecken dürfen. Vigo hat ja uns gefightet, Orianna muss hinterher moven, also Bot ist dann super happy, 2 gegen 2, aber jetzt müssen sie aufpassen. Vigo ist gleich hier. Die Plays da unten jetzt bitte zu Ende. Ich bin gleich Level 6 nach Wölfen, dann kann ich vielleicht countergangen, aber ist es wirklich gerade nicht das beste Timing insgesamt, all things considered. Da ist er. Level 6, bin auch gleich Level 6. Super gerne besseres Might haben, aber ist eh egal. Wenn er jetzt Drake macht, macht er Drake. Reicht das, wenn ich jetzt eher? Ja, das reicht locker. Ah, schon fertig. Dass sie ihn dafür bestraft haben, ist gut da. Just birded. Just beat it. Junge, aber die Bisschen-Kombo. Junge, well played. Mein Team ist Faker. Einfach Orianna an dem Ball gekillt. Der Vego war AFK. Ja, was bei dem widerfahren ist, der hat wahrscheinlich ein Paket angenommen. Keine Kugis für Tolki. Dann müssen wir eigentlich basen. Aber im Blue Buff ab ist alles awkward timing jetzt. Okay, was ist das Beste, was wir machen können? Wir machen Blue Buff, gehen Base und spielen Topside Camps into Void Grub Spawn Nummer 2. Ne? Ja. Da haben wir gutes Timing für die zweiten Voidies. Ist decent. Reicht das? Hat gereicht. Ich habe nicht mehr Autodeck. War 52 Tool-Damage am Ende, aber hat leider mich gerade so gecancelt. Wenn ich einen halben Zentimeter weitergelaufen wäre, wäre es sehr zeiteffizient gewesen. Na, schade. Das sind so die Sachen, die müsste ich halt lernen. Da brauche ich einfach mehr Games für. Andererseits, ich hätte jetzt im Base sonst 5 Gold warten müssen für Longsword. Wahrscheinlich war es gar nicht so schlimm, aber trotzdem. Ich gerne das clean gefinished. Gott, bin ich langsam. Soll ich Top-End ulten?
Meine Boots kommen in 5 Sekunden. Echt krass, dass der einfach Iceborne kauft und gegen Volibear trotzdem, gegen Mordekaiser also trotzdem gewinnt. Hätte ich smiten müssen. Oh mein Gott, bin ich okay. Brauchst du mich? Junge, meine wechselt auch ein Homie. Meine Vex ist auch ein Homie. For real, no joke, no joke. Ich meine, Mittler sind einfach geile Spieler in den letzten paar Games, ne? Also, die Tristana gerade eben auch. In schweren Games machen die Work. Das Game ist jetzt nicht mehr so schwer, aber schon nicht auf Free. Muss ich raus? Camille moved, aber wir stepien auch. Glaube ich, jump raus. Nice. Orianna ist auch über mich tepied. Wäre so bad, wenn ich Volibear getroffen hätte. Schade, ich glaube, ich hätte einfach rausbleiben sollen, bis alle da sind. Ich hätte nicht direkt reengagen müssen, aber Volcap abgeben, bis wir ihn fighten lassen. War nur ein kleiner Bounty, wir kriegen 2 Kills. Ist okay, wir haben 5 Voidies bekommen und den Turmbotlane. Alles in allem gut, aber ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen langsamer spielen dürfen, ne? Gehen wir Tabis dieses Game? Eigentlich ja, den deren Draft. Tabis und dann natürlich wieder unser nächstes Item, wo ist es? Das baut sich gar nicht aus Longsword, ich trolle. Der hat den Ekai, du hast ja... Ach doch, tut's, ich trolle. Ich trolle doppelt. Ich trolle doppelt. So, dann gehen wir jetzt runterparfen für Drake. Der Typ will Toplane spielen für Platten, was okay ist. Wir haben 5 Voidies bekommen, aber der Volibear ist schwer zu diven und schwer zu ganken. Von daher ist eigentlich nicht der Play. Wo sieht der Champion jetzt? Oh, sorry, vergessen. Also deine W besorgt dich selbst. Das heißt, du kannst nur ein Ziel angreifen. Du kannst sie wieder nochmal aktivieren. Dann heilt sie dich und macht Bonus-Damage. Deine Q ist ein kleiner Jump, der den Gegner stunt. Und auch dich quasi die Person, die du angreifen möchtest, nochmal neu bestimmen lässt. Kannst auch damit über Wände jumpen und so, mit der W auch über Wände. Und deine E gibt dir fette Damage Reduction und bricht diesen Berserk-Effekt ab. Heißt, du kannst dann auch dich vom Inten quasi abhalten. Deine Ult ist ein Stachel, der die ganze Karte fliegt. Wenn es jemand trifft, musst du hinfliegen, musst fighten, du hast keine andere Wahl. Aber die Gegner im Areal sind dann gefeiert und du machst auch ordentlich Damage, kriegst Attack-Speed-Bonus und so, ist schon nice. Wir können jetzt Level 9 werden vom Drake-Fight. Noch Gromp dafür. Zum Beispiel jetzt drücke ich W, jetzt laufe ich hin. Ich kann Anwarme, ich kann das Hände wegmachen, ist egal. Und dann ganz am Ende drücke ich basically W für den Bonus-Damage. Jetzt sollten wir Botlane und hoffen, dass wir den Grom finishen können. Ich hoffe, der steht dann passive. Ich glaube ja. Guck mal, ob wir in der Mitte des Falls Level 9 werden. Ja, wir sind Level 9 geworden vom Grom. Ihr seht auch von der Karte, ist er auch runter. Das heißt, er ist gestorben an Dingens. Also, ist immer ganz nice, weil das ist mit der Passive für mich echt hart einzuschätzen. Aber wenn es gut klappt, ist nice. Dann siehst du, ich kriege auch richtig viel Movement-Speed, wenn ich hinterher renne mit W. Deswegen ist es sehr hart, vor Brio auch wegzukommen. Jetzt ist meine W auf wenig Cooldown. Wir können theoretisch weitermachen. Orianna hier angreifen. Und sie vermöbeln. Und dadurch, dass wir jetzt nicht unter den Turm rennen wollen, drücke ich E und cancel damit meinen Berserk. Sonst wäre ich dann nämlich wahrscheinlich, genau wie Blitzcrank, geschockt worden und gestorben. Aber wir töten sie. Nice, machen wir jetzt Drake. Jetzt hier kann ich über die Wand rüber jumpen mit W und dann den Drake halt angreifen. Ich warte, bis er mich zurückwirft, damit ich dann wieder in Reichweite queuen kann. Ich nehme mich hoch mit dem W-aktiven Proc. Genau. Das W, oder wir den stealen. Schafft aber nicht. Trotzdem werden die wahrscheinlich Varus überrennen. Und jetzt muss ich aufpassen, wie ich das spiele. Ich sollte zu meinem Teammate rennen. Und dann irgendwann mit W halt turnen. Habe ich nicht ganz geschafft. Ich wollte versuchen, zu ihr zu kommen und dann die Clips auszulösen und dann mich hochzuhalten mit W. Ah, wir hätten auf jeden Fall gemeinsam Drake machen sollen, statt dass Vex mit rennt. Meine 1000 Gold Bounty auf Varus und 900 auf Vex. Also richtiges Desaster. Weil wir es nicht gemeinsam gemacht haben. Was wirklich sagt, aber ease, ease. Ja, deine W ist auch ein AOE-Auto-Attack, deswegen ist es ganz nice, einfach nicht Tiamat zu kaufen, weil du es einfach nicht brauchst. Denn Tiamat ist halt super, super goldineffizient, ne? 1200 Gold für 20 AD, da cringe ich. Das ist wie, als wenn du bei Baris Ferraris, du hast so eine richtig antike, geile Uhr und der Waldi gibt dir dafür 80 Euro und du sagst, dann ist gut bezahlt. Einfach ein Fehler.
Können wir weg? Können wir contesten? Oh, scheiße. He's going in! Blitz fängt den Hooks. Hallo, ich will auf sie, ich kann nicht auf die Flaschen. Oh, sind noch Seraphs. Meine Passive, macht die irgendwas oder wird Vex sie killen? Vex hat sie. Geil. Es muss mein Champion zum Blubber rennen, ich habe keine andere Wahl. Ist das schön. Und wurde besser an Varus gestorben? Let's go, Team. Dann haben wir Harold von und war ein fetter Bounty natürlich. Jetzt können wir unsere Passive den killen lassen. Ja, tatsächlich hat Bria keinerlei Base-HP-Regeneration. Das heißt, der Champion hält sich nur dann, wenn du Monster oder irgendwas halt fightest. Deswegen ist sie relativ schlecht auf Top-Lane. Man kann sie trotzdem spielen und muss quasi permanent fighten können, damit sie, ja, gespielt werden kann. Damit sich halt, damit sie Sustain hat. Im Jungle natürlich kein Problem. Da gibt es immer irgendwas zum Auto-Attacken. Seien es Wölfe, Blue-Buffs oder was auch immer. Auf Top-Lane kann es problematisch werden. Depending on the context. Nice, nach Krabbe haben wir das Item fertig. Die nehmen wir noch mit, die hat keinen Seraphs ab. Die ist so schnell gekillt. Also können wir theoretisch recallen. Und direkt, wenn wir mit Recall fertig sind, können wir reinholten. Mal gucken, ob wir hitten. Haben wir einen Power Spike? Oh, ich bin nicht in Reichweite dafür, what? Ich musste gerade in Reichweite laufen als Champion. Hä? Achso, nicht ganz in Reichweite, ja, mega close. Komm. Vielleicht treffen wir noch Camille. New Bam, Junge! Now we're going in! New Bam! Schon cool. Fast Reset. Bisschen wie die alte Rexa Ult. Nein, nein! Er ist so lange nicht gestorben, Mann. Oh, fetter Bounty gegeben. Well, my bad. Genug. Nice, nice. Nice, nice. Ja, der Champ ist am allerbesten darin, einfach Leute isoliert zu 1v1. Also wenn du als Jungler ein paar Camps zu farmen hast auf irgendeiner Seite, zum Beispiel jetzt habe ich ja beide Camps ab und angenommen, wir wären even oder behind. Und ein Topliner oder ein Midliner, wie gerade eben Orianna, würde eine Wave pushen. Ich farm ein, zwei Camps und gehe einfach hin, drück W und töte sie. Weil du kannst einfach nicht wegrennen vor diesem Champion. Sie drückt halt W und kommt immer hinterher. Sehr schwer aufzuhalten. Also, das ist schon wahrscheinlich ihr stärkster Play im Midgame. Guter Assassin für Sidelane. Warte, ich würde sagen, wir machen ein paar Topside-Camps und farmen uns runter bis zum Drachen. Wahrscheinlich sollten wir aber nur, sollten Crux wahrscheinlich skippen, Rap-Buff, Raptoren und dann direkt zum Blue-Buff schon. Was ist eigentlich jetzt die beste Combo auf Bria? Weil ich habe ja so viele Auto-Attacks, dass ich gar nicht weiß, wann ich was casten soll. Also, natürlich, ich jump rein und habe eine Q-Combo. Mit Q, dann habe ich halt mein Hell of Blades Auto-Attack Proc. Und dann habe ich theoretisch Auto-Attack Reset von Titanic Halder und dann Auto-Attack Reset von W. Also, wenn ich Vicent fighten möchte, dann sollte ich natürlich nicht alles fertig benutzen. Sondern möglichst nacheinander. Oh, ich hab beinahe Camille gehittet, lol. Ich glaube, ich hätte Crux machen können, wenn ich es gesmited hätte. Another one bites fast. Wortlein-Turm ist eigentlich der Fokus, ich will nicht direkt naschen. Wie ich sie gewonnen habe, Alter. Mit halt den Auto-Deck-Resets. Bin heftig. I have to. Close, 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 close.
Ein wirklicher wahrer Miroslav. Alright, let's end the game. GG. Schoppiert. Ja, Tenacity ist auch wirklich nice. Dirk's Gage und Mercs, dieses Game ist halt, da habe ich so PO Mercs zu gehen. Aber es ist halt, dass du, wenn du es sieht, wirst, direkt wieder autodenken kannst und bist einfach zu sehr gekitert. Weil Chappity ist schon nicht so geil in Fights. Sie muss wirklich isoliert fallen dürfen. Eine Person oder zwei. Aber so 5 gegen 5, schon schwer. Schon schwer, den Impact zu finden. Nice, Mann. Gute Runde League of Legends. Hat Spaß gemacht. GG's. Und dann die Midlander letzten beiden Games noch richtig. Ich habe richtige Macher. Werden wir auf jeden Fall honoren. Genau wie Tristan letzte Runde. Gearbeitet, die Wags.